In diesem Video reden wir mal über das neue Nothing Phone 2. Was macht es gut? Was macht es schlecht? Ihr wisst, ich bin eigentlich ein iPhone-Nutzer, aber mit der zweiten Generation hat Nothing ein paar Features etabliert, die ich wirklich spannend finde und von denen ich mir manche, nicht alle, aber manche durchaus auch fürs iPhone wünsche. Also, legen wir los! Natürlich müssen wir beim Nothing Phone 2 das Design ansprechen, deswegen fangen wir auch gleich damit an. Also, viele behaupten ja, eine gewisse Ähnlichkeit zum iPhone zu sehen. Das war bei der ersten Generation schon so, das wird sich auch mit der zweiten jetzt nicht geändert haben. Und ja gut, ich meine das Kameradesign, ich habe es ja hier, das erinnert schon so ein bisschen an das des iPhone X. Wobei ich finde, dass das Gehäuse, wenn überhaupt, eher an das iPhone 12, 13 oder 14 rankommt, aber ehrlicherweise wäre ich da nie drauf gekommen, weil das transparente Design bei Nothing so viel auffälliger ist als der komplette Rest. Ich meine, wenn man jetzt ein iPhone aufschrauben würde, würde es wahrscheinlich ähnlich strukturiert und aufgeräumt aussehen wie beim Nothing Phone, aber das kann man, finde ich, jetzt nicht wirklich miteinander vergleichen. Beim Nothing Phone 2 haben wir auf der Rückseite ein leicht abgerundetes Design. Es liegt deswegen auch deutlich besser in der Hand und also jetzt im Vergleich zur ersten Generation, das ja eher kantiger war, es fühlt sich deswegen auch ein bisschen mehr Premium an. Das behauptet ja Nothing auch selber, dass das Phone 2 sich noch mehr Premium anfühlen soll. Und wenn wir das jetzt mal aufs iPhone 15 übertragen würden, das fände ich wirklich super. Da haben wir aktuell auch das kantige Design und das ist ein Grund, warum ich mir zum Beispiel das iPhone XS gekauft habe, weil es einfach besser in der Hand liegt. Ich kann mit diesem kantigen Design irgendwie nicht so viel anfangen, ja, und die aktuellen Gerüchte gehen ja auch davon aus, dass Apple genau das vorhat. Aber Nothing hat mit dem Phone 2 gezeigt, dass es im Vergleich zum Phone 1 einfach das bessere Design ist. Wie gerade gesagt, nutze ich ja privat das iPhone XS. Warum? Das erfahrt ihr in diesem Video nochmal ausführlicher. Und der Unterschied zwischen dem iPhone und dem iPhone 14 oder 14 Pro ist ja auch völlig egal. Das ist für mich einfach so ein gewaltiger Unterschied. Für mich persönlich liegt es einfach viel besser in der Hand. Und das würde ich mir auch wieder fürs iPhone 15 wünschen. Und wo wir schon beim Design sind, ich finde das transparente Design echt super. Es ist erfrischend anders als das Design anderer Hersteller. Und dass das transparente Design einfach funktioniert, das hat man auch schon früher gesehen, vor 50 Jahren. Ich hatte damals die allererste Xbox in einem transparenten Design, weil das einfach viel cooler war als das. Ich glaube, weiß und schwarz hatte man damals noch zur Auswahl. Ja? Und ein Kumpel von mir, der hatte einen transparenten Game Boy Color und später Advance. Der war auch deutlich cooler als mein bunter. Ja? Aber generell, dieses transparente Design ist so viel cooler als normale Farben. Klar, wenn es jetzt jeder machen würde, dann wäre es wahrscheinlich am Ende auch wieder langweilig, ja? Aber wenn ich das jetzt mal auf Apple übertrage, würde ich mir da auch mal wieder ein bisschen was Experimentelles wünschen. Klar, Apple bietet die iPhones in vielen Farben an. Das iPhone 14 gibt es in 6 verschiedenen Farben, das 14 Pro in 4 verschiedenen Farben. Aber ich persönlich könnte jetzt nicht sagen, dass auch nur eine Farbe davon cooler ist als das, was Nothing hier anbietet. Das neue Dunkelgrau des Nothing Phone 2 ist richtig cool, ja, und obwohl es dunkel ist, sieht man nur wenige Fingerabdrücke. Da schaut euch das mal an, da sieht man wirklich nichts. Und jetzt guckt euch mal mein schwarzes iPhone XS an. Fokus, das sieht so pekig aus, also eigentlich könnte ich die ganze Zeit nur mit einem Lappen rumlaufen, um sauber zu machen. Fun Fact, ich habe auch immer einen Lappen mit dabei. Damit es danach wieder schön aussieht. Aber gut, was willst du machen? Das iPhone-Design finde ich natürlich auch schön, keine Frage. Aber ich finde das mit den Fingerabdrücken so hässlich. Und weil ich eben keine Lust habe, 24/7 zu putzen, mache ich also lieber eine Hülle drumherum. Und sind wir mal ganz ehrlich, so viel verpasst man bei dem Design jetzt hier auch nicht. Beim Nothing Phone 2 würde ich aber einen Teufel tun und das Gerät in eine Hülle packen. Braucht man dank Gorilla Glass aber auch nicht, da ist es ziemlich schwer, Kratzer reinzukriegen. Aber genau das fehlt mir bei Apple, also um jetzt nochmal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen. Seit ein paar Generationen passiert ja nicht wirklich viel, bis auf die Farbe, die Kameras werden angeordnet, sie werden immer größer, klar. Aber ich glaube, das letzte Mal, als ich ein iPhone in der Hand hatte und dachte, boah, das ist so geil, ich will es einfach nur die ganze Zeit angucken oder in der Hand halten, das war, glaube ich, vom Sprung vom iPhone 8 aufs iPhone X, beziehungsweise iPhone 7 aufs iPhone X, weil iPhone 8 und iPhone X ja in einem Jahr vorgestellt wurden. Aber das war halt damals sowas komplett anderes. Und ich sag mal so, die Chancen stehen nicht schlecht, dass Apple in diesem Jahr ein iPhone 15 aus Titan bringt. Und vielleicht wird das mal wieder so ein kleiner Nothing-Moment. Reden wir mal über die Glyph. Glyph? Keine Ahnung. Ich meine die Lichter auf der Rückseite vom Phone 2. Ich kenne eine Menge Leute, die das absolut genial finden und sagen, das ist ein Feature, weswegen sie sich das Nothing Phone 2 kaufen möchten. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde es eine nette Spielerei.
Aber deswegen allein würde ich mir das Phone 2 nicht kaufen. Es ist das Gesamtpaket. Transparent und es leuchtet mega. Aber es ist für mich zu gewollt. Lasst mich erklären, was ich damit meine. Die LEDs leuchten, wenn man Anrufe bekommt, der Wecker oder Timer klingelt. Und neu ist jetzt das Feature, dass man sogar anhand der Lichter sehen kann, wie weit der Timer abgelaufen ist oder wie lange der Uber-Fahrer noch braucht, bis er vor der Tür steht. In Kooperation mit Swedish House Mafia kann man nun unter anderem sogar eigene Klingeltöne erstellen. Oder ich kann halt zum Beispiel sagen, dass wenn eine Lampe da oben rechts leuchtet, dass das für eine WhatsApp-Nachricht steht oder naja, was auch immer. Das leuchtet dann so lange, bis ich die Nachricht gelesen habe. Was, glaube ich, praktisch ist, ist die Glyph als Taschenlampe zu benutzen, weil das Ding ist wirklich bretthell, wenn es dunkel ist. Auch zum Fotografieren ist so ein Licht echt hilfreich oder wenn man angerufen wird, dass es dann leuchtet. Das gibt es zugegeben auch beim iPhone, dann leuchtet die Taschenlampe auch, damit man besser sieht. Aber sind wir ehrlich, hier sieht es nochmal cooler aus. Dass ich da jetzt eigene Klingeltöne erstellen kann, weiß ich jetzt nicht. Ist halt ein lustiges Gimmick, aber die Glyph sollte ja noch viel mehr sein. Sie soll ja die Rückseite des Smartphones im Alltag nützlich machen. Von den genannten Punkten mal abgesehen, ist sie für mich persönlich aber nicht wirklich nützlich. Ich bin niemand, der sein Smartphone mit dem Display auf den Tisch legt. Ich habe echt immer Angst, dass ich mir da Kratzer reinmache, also auch mit Schutzfolie. Würde ich nicht machen. Also würde ich ohnehin nicht mitbekommen, wenn die Glyph leuchtet. Wenn ich zum Beispiel jetzt eine Nachricht bekomme oder sowas. Davon mal ganz abgesehen, muss ich mir auch erstmal merken, wofür welche Lampe steht. Also war jetzt WhatsApp oben rechts oder Instagram oder Twitter oder... Also, so praktisch finde ich das Feature jetzt nicht. Das mit dem Timer ist auch so eine Sache. Nutzt man das jetzt wirklich viel im Alltag? Also, ich sag mal so, für jeden, der daran Spaß hat, ist es eine super Sache. Aber ich glaube, die Glyph ist am Ende einfach ein Marketing-Gag. Was die Dynamic Island für das iPhone 14 Pro ist, ist die Glyph für das Nothing Phone 2. Nichtsdestotrotz finde ich es super, weil es in manchen Dingen schon wirklich praktisch sein kann. Bleiben wir auch noch mal kurz bei den Tönen, denn nicht nur das Licht ist besonders, das gesamte Nothing-Design ist einfach was, was man so noch nicht wirklich gesehen hat bzw. gehört. Wie beim Nothing Phone 1 gibt es in der zweiten Generation jede Menge Töne, die quasi so auch in einem Star Wars-Film vorkommen könnten. Also ich denke dabei immer an so einen Droiden, der irgendwie durch die Wüste schippert, ja. Aber lasst uns mal gemeinsam reinhören. Jetzt meine ernst gemeinte Frage. Schreibt es gerne in die Kommentare. Findet ihr diese Töne gut? Ich finde, sie passen sehr gut zum Nothing Phone. Das, was man hier hört, passt zu dem, was man sieht. Aber ich finde, das sind keine guten Sounds, die man zumindest gerne im Alltag hört. Stellt euch mal vor, ihr bekommt dauernd WhatsApp-Nachrichten mit diesem Sound. Oder ihr steht an der Supermarktkasse und werdet mit dem Sound hier angerufen. Da guckt jeder, wirklich. Das ist so ein merkwürdiger Sound, aber gleichzeitig auch irgendwie interessant. Aber ich will doch nicht, dass ich auffalle, um mir dann Leute beim Telefonat zu hören. Was ich auch gemerkt habe, ist, dass man die Töne teilweise nicht so gut hören kann. Also jetzt nicht, weil ich taub bin, sondern einfach, weil sie nicht so wirklich, wenn ich das Gerät in der Hosentasche habe, dass ich dann die Töne wirklich höre. Ich will aber jetzt auch nicht, dass das hier zu sehr nach Meckern klingt, denn gerade was die Töne angeht, finde ich das doch auch irgendwie cool und es ist ja nur meine Meinung und der Erfolg gibt Nothing am Ende recht. Es gibt Leute, die sowas mögen. Mein Fall ist es halt eher nicht, aber auch da würde ich jetzt mal mir mal von Apple wünschen, mal wieder etwas Neues auszuprobieren. Bei den Tönen hat sich gefühlt seit dem ersten iPhone nichts getan. Jeder nutzt noch diesen Marimba-Klingelton und diesen nervigen Bing für Nachrichten. Also Apple, schneidet euch von Nothing mal eine Scheibe ab. Seid mal wieder ein bisschen mutiger. Probiert mal was Neues aus. Eine der größten Neuerungen beim Nothing Phone 2 ist Nothing OS 2.0. Ich liebe die vielen und wirklich schönen Widgets und auch hier darf Apple gerne mehr in eine solche Richtung gehen. Ich meine, Apple hat ja bereits erkannt, dass man nicht alle Apps ständig braucht. Dafür gibt es ja jetzt die App-Mediathek oder man auf dem Homescreen jetzt nur bestimmte Anwendungen von Apps in Form von Widgets braucht. Und mit iOS 17 kommen ja auch die interaktiven Widgets. Aber Nothing zeigt mit seinem OS schon, dass da auch nochmal mehr geht. Ich finde es optisch wirklich sehr, sehr schick. Man hat super viele Anpassungsmöglichkeiten und was das Coolste ist, ist das monochrome Design. Apps, die nicht häufig benutzt werden, nehmen irgendwann so einen monochromen Look an, damit die Apps, die man häufig nutzt, optisch mehr hervorstechen. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr cool. Das Feature darf Apple gerne 1:1 so klauen. Wie findet ihr das Nothing Phone 2? Stimmt ihr mir an manchen Punkten zu oder findet ihr alles super? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Macht's gut, bis zum nächsten Video.